Hallo Leute, das folgende Szenario hat sich in Krivoje abgespielt, welche sich in der Nähe vom Atomkraftwerk befindet. Wir waren heute auf einer Erkundungsmission unterwegs, als wir plötzlich einen startenden Helikoptermotor hörten. Dieser kam aus dem Stadtinneren, wo die berüchtigte LG-Basis ist. Doch das waren nicht unsere einzigen Sorgen, denn nur eine Stadt weiter wurde eine weitere Mission gesichtet, die Mitspieler anlocken könnte. Schaut am besten selbst, was passiert. Die Zombies sind jetzt von uns, die waren eben noch nicht auf dem Gelände. Die Frage ist, rechts in der Stadt oder links in der Stadt? Da vorne steht noch ein Jeep, ist er Heide? Heli? Da vorne startet irgendwo ein Heli. Da startet er. Das ist eine Base, ne? Ja, und die ist mega gefährlich. Ich schieße. Die schießen, ne? Ja, die sind nur schießen. Hunting Rifle. CZ. Ja, hat er den damit gekillt? Ja. Wunderbar. Ich lauf mal links hier rum. Ja, ich komm mit, weil ich bin Nahkampf. Ja, me too. Wie heißt das Server nochmal? MGT. Mucka, das ist ziemlich dumm einzusehen für uns hier. Das sind Bäume genau auf unserem Laufwerk davor. Auf deren Steg, weißt du? Wir müssen das quasi richtig umgehen. Ich sehe den Heli. Harry, pass auf, du hast Zombies gezogen. Ich auch. Soll ich ein bisschen baiten? Ich baite ein bisschen. Ich hoffe, ihr gebt mir gut Deckung, so wie ich euch schon mal warte, Deckung warte, gebe. Warte. Ich hab ein Auto, bist du das? Ja, ich bin das. Ich baite. Ich hoffe, ihr gebt Deckung. Zwei Helis hier. Ich guck nach oben auf den Steg. Hab die rechte Seite davon im Blick. Sehe aber nichts. Läufst du? Ich laufe gerade nicht. Dann habe ich Schritte gehört. Wo? Im Shop ist einer. Ja. Der Shop ist doch hinter uns, oder? Ist der vorne drin oder hinten? Der war vorne. Aber den sehe ich nicht mehr. Haben die ein Teamspeak? Ich sehe den. Ich kann doch im Shop durch die Scheiben schießen, oder? Ich bin hinten drin. Ja, der ist jetzt außerhalb des Shops schon. Okay, ich bin links neben dir am Haus. Ja, der ist da hinten. Guck links die Häuser, der steht zwischen zwei Häusern da. Ich fahr ihn. Also ich sehe jetzt nur den Shop von hier aus noch. Fährt der? Ich fahr hier im SUV, aber ich hab eben... Ja, da fährt noch ein SUV. Wo? Da fahren voll viele Autos. Wo? Wo bist du? Ich hab einen getötet. Einen habe ich getötet, zweiter angeschossen. Einer ist hinterm Shop. Da bin ich, bin hinterm Shop. Hast du gerade. Schieß ein Auto, schieß das Auto ab, was da ist. Alter, wie kann das Auto durch die Stadt durchfahren? What the fuck? Alter, wie könnt ihr das Auto denn nicht anschießen? Was? Da sind zwei Autos durch die Stadt gefahren. Eine war ein Ural. Ja, ist doch egal. Die ist explodiert.
Der ist voll in den Heli reingefahren. Hey Leute, Mann, bitte. Nicht immer schlafen. Zwei Autos sind durch die Stadt gefahren. Bist du da drüben? Ich bin hier in so einem Haus drin, ja. Da rennt jemand. Ja, knall ab, knall ab. Zwei Leute mindestens, da sind gerade zwei Autos quer durch die Stadt gefahren, an euch vorbei. Es kann echt nicht sein, dass ich dann nicht einen einzigen Schuss sehe. Ich habe halt nichts gesehen, positionsmäßig. Einer wurde getötet. Ich habe keine Ahnung, wo gerade was los ist. Bin auch tot, der ist hinten, hinter der Base. Der liegt da. Da ist so ein roter Hatchback und da ist, die haben den ins Industry reingebaut und der hat sich da hingelegt. Ist jetzt hinter die Base gerannt wahrscheinlich. Ich renne zum Shop. Bring mir das Auto in Sicherheit. Du jetzt, ja? Ja. Da schießt einer. Ich habe einen gekillt. Okay. Noch einer da. Jo, ich muss jetzt erstmal wieder in Sicherheit kurz. Da ist noch einer mit einer KSVK. Oder hast du den erwischt? Weiß ich nicht. Freddy Nagasaki habe ich gekillt. Da ist dann noch. Der, der mich gekillt hat, der war es mit der KSVK. Okay, und den anderen hat der gekillt oder was? Oder lebt da noch einer? Ich weiß es nicht. Da war noch einer mit einer Mosin. Ja, ich werd beschossen, ich werd beschossen, ich werd beschossen. Wo bist du? Ich weiß nicht, ich höre nur einen Schuss, ich fahre mit dem Auto. Immer noch Schüsse, immer noch Schüsse. Ich höre die nicht. Ich höre einen Schuss nur. Ich bin noch mitten in dieser Stadt hier. Bist du hier auf dem Feld? Ja, ja, ich fahr mit einem SUV jetzt. Okay, du fährst daher mir vorbei. Wenn du jetzt rechts fährst. Ich wurde eben beschossen. Also wie gesagt, ich habe bisher noch keine Schüsse gesehen und noch keine Person. Auch noch keine laufenden Zombies oder so. Ich wechsle in Position. So, meinst du, dass noch einer in der Base ist, oder soll ich jetzt eher passiv oder defensiv? Ich weiß nicht, ob der. Keine Ahnung. Du musst aktiv spielen. Das Problem ist, da ist eben noch einer durch. Hier ist der, der ist hier irgendwo. Eine Stadt weiter. Willst du mich abholen oder? Ne, nächste abholen. Wenn ich dich abhole, weißt du, dass du da auch noch lebst. Okay. Der ist hier in der Stadt, eine weiter. In welche Richtung? Gibt's nur in eine Richtung eine Stadt weiter. 400 Meter oder so ist die entfernt. Ich weiß auch nicht, ob der in der Stadt ist. Ich habe da nur einen Zombie gesehen, aber ich schätze. An dieser Stelle haben wir uns entschlossen zurückzuziehen. Denn wir wurden durchgehend aus weiter Distanz beschossen und diesen Schützen konnten wir einfach nicht ausfindig machen. Zugleich erhielten wir einen Notfunkspruch von unserem Holzfäller-Team, so eilten wir so schnell es ging zu ihnen. Dort haben uns die Banditen auch schon mit offenem Feuer empfangen. Oh fuck, nein, der Spurmagnum. Ich seh einen am Stein rechts. Schießen! Pass auf, ich ejecte, du läufst weiter, okay? Oben auf dem Stein liegt einer, Mucke. Direkt oben auf dem Stein liegt er. Ja. Zielt auf uns.
Ja, ihr nicht. Fahr weiter. Ich hab ihn nur durch Pferd passen gesehen. Hallo. Hi. Hi. Achtung, hinter mir. Komm her. Fuck, ich bin tot. Fahr nochmal zu mir. Schnell. Fahr in den Wald. Wer ist der Survivor? Warte, bleib stehen. Oder? Mucka, weiter mal ruhig, ich verstehe Mucka nicht, Mann. Fahr den um, der auf mich geschossen hat. Siehst du den? Ja, ich. Ist der in den Wald gelaufen? Da, wo ich hinschieße. Ja, ist tot. Tot. Ne, nur die Beine gebrochen. Das war ein Winchester, geil. Geht ihr? Pass auf, Mucka, da ist noch einer mit der Winchester hinter dir. Okay. Der hat die Beine gebrochen, aber. Wer läuft da? Ich seh den. Ist tot. Okay. Dieser Hund hier, der rennt total komisch rum. Ich glaube, der spectatet wieder. Wer schießt da noch? Schießen da. Da bin ich am Schießen auf einen, der wegrennt. Wohin? Wo? Sag mal an. Im Wald. Nach oben oder wie? Hinter einem Baum. Richtung unsere Base. Okay. Guck mal, ob hier oben noch einer auf dem Berg ist. Das sieht bisher nichts aus. Ist das Einbildung oder höre ich einen Heli? Hab einen gekillt. Wer rennt da durch den Wald? Das bin ich. Okay. Ja, der hat keine Munition mehr, der Depp. Mucka, der Hund hier spectatet für jemanden. Ich kann den nicht überfahren, weil immer kurz vorm Auto wendet er. Ja, du musst den. Spectator. Nee. Wo ist denn der Hund? Soll ich den erschießen? Guck mal hier oben. Warte, bitte. MJ, guck mal hier oben auf dem Berg. Da war noch einer mit einer Lapur Magnum. Da ist keiner mehr oben drauf, habe ich dir schon zweimal gesagt. Ich sehe keinen mehr auf dem Berg. Ja, das heißt nicht, dass da keiner mehr ist. Nee, aber ich sehe keinen mehr. Ich gucke aber auch schon die ganze Zeit drauf, auch in die Base, und ich sehe bisher nichts, weil ich nicht nah genug dran komme. Soll ich den Hund erschießen? Ja, er schießt ihn. Okay, aber ich zittere. Ah, toll. Zeitverzögerung, nice. Brauchst du ein Blattdeck, sonst müssen wir in Sicherheit. Ich hab welche dabei. Guck mal die Keys durch. Vielleicht hat einer den Helikopter-Key. Den ich gekriegt habe, hatte keinen. Okay. Ich guck dir. Da stehen, du Scheißvieh. Fuck, ich hab hier einen geheidet, aber ich sehe den Kopf nicht mehr. In der Base habe ich jetzt bisher immer noch keinen gesehen, aber heißt wie gesagt nicht, dass da keiner mehr ist. Ich laufe jetzt weg vom Stein. Schau mal bitte, ob da. Vielleicht auf einmal einer auf mich schießt mit einer Lapur. Oh Gott, leck! Ich hab irgendwas gehört. Heißköter. Kannst du mir nicht zuordnen? Wer ist aus dem Auto ausgestiegen? Ey, ich fahr jetzt hier wieder mit dem Offroader. Ja, dann war's Perry. Okay. Der tut sich nichts, Lapur-mäßig. Hier ist ein Large Gunpack. Oh, ich hab nur ein Alice. Im Wald. Auf der anderen Seite, hinter dem Dingsbums. Hinter der Base sozusagen. Ich kann dich dann lotsen. Okay. Mit dem GPS und sowas alles. Oh, dieser Scheißköter, der riecht mich so auf gerade. Ja, lass ihn einfach lehnen, dann. Bin hinter deren Base im Wald. Lauf weiter. Du siehst mich eigentlich nur auf dem Boden. Ey, ich bin am Fahren. Oh, die haben sogar Stroke Oil. Ja, dann fahr weiter. Ich sag dir Bescheid. Bist du noch am Leben oder was, Mucka? Ja, klar. Soll ich dich nochmal einsammeln oder so? Ja, kannst du eben machen. Ich laufe hier auch noch am Strand rum, ne? Im Wald am Berg? Genau, unten, unterste Waldebene. Hier genau, jetzt Link. Ne, warte, ich sehe nur MJ, ich sehe dich nicht. Keine Ahnung, wo du bist. Hey. Hat einer von euch Standard-Muni? Nein. Schade. Also ich nicht. Komm mal hier, genau, komm mal hier hin. Lass mich verfahren dann. Kannst.
Ich weiß nicht, wo Perry ist. So. Ja, ich. Überhalb von uns irgendwo. Da kommt er angefahren, Perry. Rechts da, von uns. An dem Baum. Ich sehe die Leiche. Ich hab Öl mit weggesehen. Auf dem Meer ist irgendwo, ne? Nicht, dass du ich rüberfährst. Bin, ich bin an einem. Also, ich bin an einem grünen. Grauen Haus. Grün, genau. Ich warte hier gerade so ein bisschen, ob ich hier noch irgendwas sehe, aber irgendwie ist hier nichts. Was war denn mit dem Typ, der auf dem Felsen drauf war? Der ist tot, oder? Der ist nicht mehr da. Zwischen ausgelockt wahrscheinlich. Das war auf jeden Fall nicht der mit der Winchester. Nee, nee. Der hat eine Lapur. Wo bist du, Merle? Ich bin an den grauen Häusern. Also. Ich hol dich auf, wir fahren eben zum Bandit-Händler und repairen das Auto. Meins muss auch repariert werden. Somit haben wir auch unserem Holzfäller-Team geholfen, die Angriffe abzuwehren. Jetzt einmal die Autos wieder fit machen und danach unsere Basis verstärken, denn in letzter Zeit häufen sich die Angriffe der Banditen auf unser Lager. Bis zum nächsten Mal!